Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu The Isle of Rima. Es gab ein neues Update für das Spiel und mit dem neuen Update haben wir zwei neue Spezies bekommen. Unter anderem den Herrerasaurus, das ist dieser hier. Und den Dilophosaurus, den werden wir im nächsten Video testen. Aber jetzt werden wir erstmal diesen kleinen Fleischfresser spielen, der auf Bäume klettern kann. Ich weiß ungefähr, wie das funktioniert, aber ich habe es noch nicht getestet. Also das wird wahrscheinlich total schief gehen jetzt. Aber ich würde sagen, wir nehmen mal hier direkt den ersten Baum da vorne. Ist vielleicht auch ganz gut, weil der steht im Wasser. Und wenn wir runterfallen, ist es dann nicht so eine harte Landung. Guck mal, das Ranspringen hat schon mal funktioniert. Und jetzt können wir einfach hier hochklettern. Ey, das funktioniert echt ganz gut. Weiß halt gar nicht, ob ich jetzt hier auch einfach an so einen Ast klettern kann. Ah, sieht aber so aus. Oh, jetzt stehe ich sogar auf dem Ast drauf. Ich glaube, das sind schon Dilos. Da müssen wir jetzt aufpassen. Kann mich hier, glaube ich, auch hinlegen. Aber das geht auch noch cooler. Man kann sich, glaube ich, so richtig runterhängen vom Ast. Ja, so. Nur nicht so blöd, wie ich es jetzt hier gemacht habe. Also wenn man ein bisschen besser liegt, sieht das auch cooler aus. Ich glaube, der Baum hier ist allgemein nicht so gut dafür geeignet. Man kann jetzt auch hier runterspringen. Ja. So natürlich nicht. Das war nicht geplant. Aber anders. Ich zeig's euch. Wir müssen jetzt erstmal hier aus dem Wasser raus. So, und jetzt nochmal. Man kann hier nämlich abspringen. Und dann auch an andere Bäume springen oder auch auf Beute oder den Boden. Ich springe jetzt mal hier runter. Da wäre jetzt ein anderer Baum in der Nähe gewesen, hätte ich auch rüberspringen können. Aber wir müssen jetzt, glaube ich, erstmal auf Nahrungssuche gehen. Deswegen werde ich jetzt einfach mal hoffen, dass ich hier was rieche. Ansonsten haben wir nämlich ein Problem. Ja, hier vorne wäre dann höchstens eine Keule. Die ist bestimmt im Wasser. Ja, ansonsten müssen wir erstmal weiter in den Sumpf rein. Und das Klettern müssen wir dann nochmal ein bisschen testen, wenn wir was gefressen haben. Wir müssen ja auch noch wachsen, wir sind noch komplett klein. Der Himmel verdunkelt sich gerade. Ich glaube, das regnet gleich. Eventuell haben wir auch Glück, weil es gibt auch so einen neuen Sturm. Also so ein heftiges Gewitter oder sowas. Und vielleicht kriegen wir das ja gleich zu Gesicht. Das wäre ganz cool. Ich höre hier übrigens die ganze Zeit die Dilos. Macht mir ein bisschen Angst. Hier vorne ist auch irgendwie so eine Leuchtspur oder sowas. Ich glaube, die bedeutet auch was. Ich glaube, das sind Glühwürmchen. Aber wir können als Herrera nämlich auch so einen Kamm ausfahren. Und dann können wir auch leuchten. Ich glaube, damit können wir halt Signale an andere Herreras schicken. Das Leuchten sehen, glaube ich, auch nur andere Herreras. Also es verriet uns nicht in der Dunkelheit. Finde ich aber sehr cool. Können wir Morsezeichen machen. Aber jetzt sollten wir fressen. Hier ist auch eine Keule. Aber die ist bestimmt im Wasser. Na, das ist natürlich mies. Da kommen wir nicht ran. Oh, das wird schon wieder eine harte Kiste, was Essen angeht. Oh, ich kann mich auch an so Klippen festhalten. Das ist ja interessant. Oh, das ist ja praktisch. Da kann man richtig schön immer die Berge hochklettern mit dem. Hier liegt halt ein Körper. Aber der ist halt vergammelt. Oh, ich glaube, das müssen wir in Kauf nehmen. Bevor ich jetzt sterbe. Müssen wir wohl vergammeltes Fleisch essen.
Ich glaube nicht, dass der Herrera das verträgt. Der wird sich safe übergeben. Aber es nützt gerade nichts. So ist wenigstens das Überleben gesichert. Ich habe mich jetzt auch komplett voll gefuttert. Ja, wir haben Muscle Spams. Das war sogar Kannibalismus anscheinend. Und wir werden uns safe auch noch uns übergeben. Na, mal gucken. Ich hoffe es einfach mal nicht. Ich hoffe, das geht gut. Der ist halt auch riesig, der Baum. Wird er wohl ganz hoch kommen? Sieht aber sehr gut aus. Oh ne, jetzt bin ich runtergefallen. Aber kein Fallschaden. Okay, krass. Da wir kriegen halt keinen Fallschaden. Das ist gut. Ich hätte wahrscheinlich Rechtsklick wieder drücken müssen, weil das ist zum Festhalten. Dann wäre ich wahrscheinlich nicht ganz runtergefallen. Jetzt versuche ich mal rüber zu springen. Zum nächsten Baum. Und jetzt wieder rüber zum nächsten Baum. Und nicht festhalten. Perfekt. Ich habe wieder die Taste nicht gedrückt. Und zum nächsten Baum. Muss noch höher. Sonst wird das nichts. Ja, das klappt richtig, richtig gut. Und das macht echt Spaß. Ja, cool. Ich hoffe, wir können dann irgendwann auch mal auf Beute springen. Aber ich weiß nicht, ob wir das in dem heutigen Video schaffen werden. Das hier sind übrigens die Calls von dem Herrera. Da haben wir einmal den Broadcast, den 1er-Call. Dann Friendly, den 2er-Call. Aggressiv, den 3er-Call. Und dann noch nach Hilfe schreien. Das ist der 4er-Call. Wie krass der neue Sumpf einfach aussieht. Da wird mich schon keiner erkennen. Ich bin ja relativ gut getarnt mit meiner Farbe. Aber ich glaube, das ist hier sogar so ein Gebiet. Das hattet ihr nämlich in die Kommentare geschrieben. Hier können keine großen Fleischfresser wirklich rein. Und da können sich hier halt kleine Dinosaurier verstecken und flüchten. Dafür sind halt diese Palmen. Die kann man auch riechen. Genau, dieses Palmsymbol ist das. Aber wir wollen uns natürlich nicht verstecken. Wir rennen jetzt durch den Sumpf. Am besten direkt zur nächsten Nahrung. So, die Ausdauer ist wieder fast voll. Aber wir haben zu langsam Durst. Das heißt, ich werde jetzt hier mal versuchen, runterzuspringen gleich. Der ist jetzt übrigens auch eine Attacke, also das können wir halt auf Beute machen. Oh, das war jetzt gegen den Baum, das war falsch. So, aber. Wenn man dann von oben halt drauf springt auf die Beute. Und wir haben noch einen normalen Biss. Und mit Alt eine Clown-Attacke. Aber ich denke mal, die Attacke aus der Luft ist die beste für uns. Am besten, wenn wir nicht gesehen werden und dann einmal von oben raufspringen und direkt wieder in die Bäume flüchten oder so. So stelle ich mir es zumindest vor mit dem. Ich gehe mich jetzt aber mal suhlen. Oh, das sind Kompis. Vielleicht können wir die erlegen. Das ist einfach eine ganze Gruppe. Aber Kompis gehen ja meistens auch zu irgendwelchen Fressen, oder? Ich hoffe, die greifen mich nicht an. Ich könnte einfach der Papa sein, so sieht das aus. Ja,
Ja, das mit den Leuchtspuren, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie das genau funktioniert. Aber ich denke mal, in dem Bereich wird ein anderer sein. Sonst hätte ich das ja gerade nicht gesehen. Ich meine, ich kann ja auch nochmal rüberfunken hier mit meinem Licht. Aber ich weiß halt nicht, ob das ankommt. So wie ich das verstanden habe, haben auch die Männchen so gelbes Licht und die Weibchen grünes Licht. Aber ich sehe jetzt hier vorne halt leider auch nichts mehr. Ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt hier nicht irgendwie von einem Croc überrascht werde. Aber das denke ich mal unwahrscheinlich. Hier sind wieder überall die Leuchtspuren. Mach mal Nachtsicht an. Ja, die zeigen mir safe, wo ich lang muss, um zu anderen Artgenossen zu kommen. Aber ich frage mich gerade eher, ob ich hier schön rüberjumpen kann, ohne durchs Wasser zu müssen. Weil dann ist der Herrera richtig gut geeignet für den Sumpf. Weil der Sumpf hat ja ganz viele so Matsch- und Wasserstellen. Und wenn man da einfach rüberspringen kann. Oh, ich glaube, es wird gerade Tag gemacht. Also es ist jetzt nur wieder so hell, weil gerade der Server wieder auf Tag gestellt wurde. Finde ich aber gut. Jetzt wurde ich abgelenkt. Dann ist er super gut geeignet dafür. Ihr seht ja, wie gut ich hier übers Wasser komme. Das ist ja richtig entspannt. Verbraucht halt nur relativ viel Ausdauer. Aber macht eine Menge Spaß. Das muss ich ja sagen. Der ist ja richtig gut für das Biom hier geeignet. Oh, ich glaube, das ist jetzt das neue Unwetter. Es klingt zumindest lauter. Vielleicht sehen wir dann gleich auch die Blitze. Versuch mal hier aufs freie Feld zu kommen, damit wir mehr sehen können. Jetzt haben wir einen richtig schönen Überblick. Oh ja. Das sind schon krasse Blitze. Guck mal, bei diesen Bäumen sieht das richtig gut aus mit der Animation. Das sind halt nicht diese Dschungelbäume. Und dann kann ich meine Leuchtsignale senden. Bei dem Unwetter. Ja, dann würde ich sagen, chill ich hier mal kurz und lade meine Ausdauer auf. Und dann wird das Wetter hoffentlich gleich auch wieder besser. Ist halt schon sehr, sehr duster. Das Wetter hat sich jetzt wieder beruhigt. Aber wir brauchen jetzt dringend wieder Nahrung. Deswegen renne ich jetzt nochmal ein Stück weiter und würde dann gleich nochmal riechen. Es leuchtet hier auch wieder überall. Ich weiß halt nicht, ob hier Artgenossen in der Nähe sind. Aber ich höre die halt auch nicht. Die sind halt auch sehr leise. Wobei mittlerweile sind wir relativ laut. Dadurch, dass wir jetzt schon gewachsen sind. 67%. Was war das? War das ein Croc? Nee, Bipi. Oh, das ist ein anderer Herrera. Ich habe halt keine Ausdauer und kein Leben mehr. Das ist ein anderer Herrera. Ja, ich werde halt sterben. Ich kann dem nicht helfen. Oh Mann, ey, jedes Mal auf der Karte hier verhungere ich. Das Frustrierendste daran ist aber für mich nicht, dass ich verhungere, sondern dass ich die ganze Zeit dabei einfach nur gehen kann. Und keine Ausdauer habe. Und selbst wenn ich jetzt irgendwie eine Beute sehe vor mir, ich kann sie nicht jagen, weil ich keine Ausdauer habe. Das ist halt so ein Teufelskreis. Aber ich kann mich jetzt ja auch nicht hier stundenlang hinsetzen. Weil ich müsste jetzt hier 3 Minuten so sitzen, damit das wieder einigermaßen voll ist. Oder komplett voll, ich weiß es nicht genau. Bis dann bin ich halt tot. Das ist halt total doof. Der kann auf jeden Fall auch einen Kopfsprung. Also der scheint auch tauchen zu können. Da ist doch irgendwas, oder?
Irgendwas ist da im Wasser. Ich werde jetzt dafür sterben. Ich meine, ich sterbe sowieso. Okay, es war nur ein Ast. Shit. Ja, gut. Dann werde ich jetzt wohl einfach ersticken. Oh Mann. Das war's mit uns. Es war schön. Aber jetzt bin ich wenigstens nicht verhungert, sondern ertrunken. Finde ich besser. Ist immer Nervenkitzel, gerade an solchen Gewässern, wo viel los ist. Aber das, diese Area hier ist auch wunderschön. Oh, da unten trinkt was. Kann ich da raufspringen? Oh, das ist ein anderer Herrera. Oh Gott, das war ein Fehler. Ich dachte, das wäre was anderes. Ups. Das wollte ich nicht. Okay, und schon sind wir Freunde und in einer Gruppe. Jetzt bin ich nicht mehr allein. Was mit dem Draufspringen hat irgendwie nicht geklappt, aber es war auch eine sehr, sehr weite Distanz. Oh Gott. Bin froh, dass er klettern kann. Sehr, sehr praktisch hier für diese Gegend. Oh, guck mal, das ist ein Croc. Ich meinte, wir können uns anfreunden. Nope. Gut, dass wir klettern können. Oh, der beißt es. Das hat auch was im Mund, oder? Auch mitbeißen. Ihr fiesen Dinger, ihr. Ja doch, der sammelt doch hier. Guck mal, der hat wieder was im Mund. Ein Nest. Ich glaube, die wollen gleich jumpen auf den. Ah, das ist schief gegangen. Bin leider noch zu klein dafür, sonst würde ich mitmachen. Oh, mich juckt's auch so hart in den Fingern. Ha! Kann nichts machen. Bin viel zu schnell. Ich versuch's nochmal, nett zu sein zu den Crocs. Vielleicht sehen sie ja diesmal das Friedensangebot. Nicht mich, hol das Ding. Ich hol ihn noch eins. So. Oh, das ist ein Dilo. Und ganz viele Dilos.
Oh nein. Mein Mate ist runtergestürzt in den Tod. Er hat es nicht geschafft, sich festzuhalten. Das gibt es doch nicht. Na komm. Ha, wir haben es geschafft. Oh nee. Oh, ich konnte nicht hochklettern. Oh, jetzt. Aber wir haben einen Jump geschafft auf dem anderen Dino. Oh, das ist ein Dino. Ich hab mich aber nicht zu sehen. Ich bin eins mit der Natur. Oh, das ist auch ein Kano. Da ist noch ein Dilo. Seine Muscle Spams haben ihn verraten. Oh, schnell auf den Baum. Sehr gut. Oh nein, ey. Juckt's ja schon ein bisschen in den Fingern schon wieder, ne? Wenn der jetzt weggehen würde, dann würde ich jumpen, glaube ich. Na Mist. Oha. Was macht mein Mate? Was macht der? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Versuch mal näher zu ihm zu kommen. Ja, die umkreisen ihn halt. Der blutet bestimmt, ne? Versuch den abzulenken. Oh nein. Er ist ins Wasser gerannt. Boah, ist ertrunken. Ganz toll. Oh, jetzt habe ich den Dino-Buff, den Debuff. Sicht ist eingeschränkt und ich glaube, man kriegt auch Halluzinationen. Wir müssen jetzt richtig aufpassen. Oh Gott. Wir wissen nicht, welcher der richtige ist. Oh no. Gott, ich hoffe, das geht gleich weg. Dieser Nebel, ey. Man sieht einfach nichts mehr. Und so viele Steps. Ist das der richtige hier? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich verblute halt auch. Aber ich glaube, die kämpfen.
hau ab. Das ist doch der richtige, oder? So wie der zugeschlagen hat. Geh ganz oben in die Krone rein, dann denkt er hoffentlich, dass ich weg bin. Ich hoffe, die Blutung stoppt irgendwann, wenn ich mich nicht bewege. Oh Gott, das ist krass. Der Effekt ist ultra nice. Bin froh, dass ich hier gerade im Baum sein kann. Okay, die Blutung heilt. Ist alles entspannt. Uiuiuiuiui. Ich frage mich ja, wie lange dieser Dido-Nebel anhält. Um mich rum. Fühlt immer schlimmer. Der hat mich doch nur einmal gebissen, oder nicht? Oh, Junge. Ne, ich habe noch Zeit, ich sterbe ja nicht. Bis wir verdursten, das dauert. Es wird immer dunkler. Es kann aber auch an der Uhrzeit liegen, ich weiß es nicht. Oh, jetzt regnet es auch noch. Ich weiß halt jetzt nicht mehr, was auf die Ferne abgeht. Ich höre halt immer nur die Crocs ab und zu. Oh Gott. Schon sehr gruselig. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es erst weggeht, wenn ich mich irgendwo hinlege. Aber wo renne ich hin? In welche Richtung sind die Klippen? Wahrscheinlich weg vom Wasser. Ja, halt hier die Dilos noch. Ich habe halt nicht viel Ausdauer. Oder rennt irgendwas anderes Kleines? Keine Ahnung, ob das die richtigen sind oder nicht. Ich glaube ja. Jetzt ist unsere Chance. Und ruhen uns aus hier im Busch. Wird schon gut gehen. Oh, der Debuff ist weg. Das war jetzt aber kein smoother Übergang. Einfach so plupp, weg war er. Ach, Gott sei Dank. Leider bin ich jetzt gerade vom Server geflogen und dann war mein Herrera einfach weg. Sehr, sehr schade. Ich weiß nicht, ob ich gestorben bin oder ob ich es überlebt habe und es irgendwie verbuggt war. Aber ist ja auch egal. Ich habe auf jeden Fall einen sehr, sehr guten ersten Eindruck vom Herrera bekommen. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Also ein sehr, sehr cooler neuer Dino. Und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit diesem Video. Dann würde ich mich selber ein Like freuen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Herrerasaurus findet. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.